Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch eine kleine Geschenkschachtel machen und zwar dieses Mal weihnachtlich und ja, eine etwas rustikalere Schachtel. Und zwar habe ich diese, das ist das Winlet Set Fensterschachtel, die habe ich geprägt. Und ja, obendrauf ist mein über alles geliebter Hirsch. Dieses Stempelset heißt Freude im Advent. Das ist ein Gastgeberin-Set. Das gilt bis Ende Oktober. Und ihr bekommt das ab einem Bestellwert von 350 Euro gratis dazu. Also da müsst ihr nichts sagen oder das ist automatisch bei der Bestellung dabei, wenn ihr Gastgeberin seid. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bis Oktober ist, diese Aktion, oder ich muss mal schnell gucken, bevor ich euch jetzt irgendwas Verkehrtes sage. Ja, und auf jeden Fall liebe ich dieses Stempelset. Deshalb ist das jetzt auch mit hier dabei. Ich bin jetzt gerade mal am gucken. Und ich habe es auch gleich. Moment. Ja, bis 31.10. gilt es. War ich doch richtig. Ja. Und jetzt zeige ich euch gerade, was ihr braucht. Also ich habe dieses Stempelset verwendet. Dann braucht ihr die Winlets Fensterschachtel. Und dann habe ich den 3D-Prägefolder, also die heißen tiefe Prägeform, Holzdielen verwendet. Das ist jetzt auch wieder dieser extra dicke. Das heißt, ihr braucht nur eine Acrylplatte zu nehmen zum Prägen. Und ja, dann braucht ihr noch Stempelfarbe in Savanne und Chili Rot. Dann habe ich noch, ich muss mal hier an den hinbauen, dann habe ich noch das Geschenkband mit Kreuzstich, das ist auch in Chili Rot und ich finde, das passt super toll dazu. Und noch die Framelits Stickmuster, Goldfolie, Metallfaden habe ich hier noch drunter gemacht und drei Perlchen. Ja, und des Weiteren braucht ihr noch, was ich gerade sehe, was ich nicht habe, aber ich gleich aus meinem Schrank hier raushole, Dimensionals. So, die brauchen wir noch. Ja, und dann würde ich sagen, Klebeband, Kleber, was auch immer ihr mögt, bevorzugt. Ja, dann legen wir jetzt mal einfach los und dann zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. So, die darf mal, wo darf die denn hin? Darf die hier stehen bleiben? Ich mache mal noch ein Stückchen zurück. Jetzt seht ihr meinen Kruschel hier vorne dran, aber so seht ihr, glaube ich, besser. So. Ich habe mir zwei Teile schon ausgestanzt, damit es ein wenig schneller geht. Ihr braucht für diese Schachtel zweimal die Grundform, die stanzt ihr aus. Und, nee, ich mache die jetzt mal an die Seite. Ich kann so nicht arbeiten. So, gut, ich gebe euch den Tipp, bevor ihr prägt, faltet euch eure Falzlinien schon mal vor, weil wenn ihr das jetzt nachher prägt, ohne das gefaltet zu haben, ist es sehr schwer, die Falzlinien nochmal nachzuziehen, wenn das überhaupt richtig
geht, weil die Falzlinien sind jetzt generell, auch wenn ihr Cardstock ausstanzt, und das sind die Prägelinien sowieso nicht ganz so tief, wie wenn ihr jetzt Designerpapier nehmen würdet. Und ja, das ist so einfacher. An der einen Seite schneide ich hier die, also nicht an der einen Seite, an dem einen Stanzteil schneide ich hier an der Seite die Laschen weg. Die braucht ihr nicht. Die kann man natürlich aneinander kleben, aber für mich ist es, also ich finde sie überflüssig. Deshalb schneide ich die weg, aber nur an einem Teil bitte. So, und dann falte ich das jetzt auch noch. So, da habe ich. Okay, dann darf das an die Seite. Jetzt nehme ich meinen Prägefolder, und hier, wo ihr das Sizzix-Zeichen und das Dampin' Up-Zeichen seht, das wird praktisch reingeprägt. Das heißt, ich mache mir das auf und werde jetzt mit meinem Stempelkissen, das habe ich jetzt hier in Savanne, das lege ich mir so hin. Und reibe jetzt ganz vorsichtig, ohne Druck, reibe ich mir das hier drüber. So, und jetzt bin ich hier ein wenig drüber gekommen auf die andere Hälfte. Da gehe ich einfach mit meinem Tuch hier drüber, nehme das weg. So, und dann lege ich mir hier jetzt meine Papierschachtel rein, klappe das Ganze zu und nudel mir das Ganze jetzt durch die Big Shot. So, das war einmal. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt mache ich mir die Form jetzt gerade wieder auf und gehe mir hier auf meiner sauberen Seite nochmal drüber. So. Und gehe jetzt noch einmal mit meinem Stempelkissen hier drüber. Wie gesagt, arbeitet ohne Druck. Wenn ich so rumnehme, das ist ein wenig einfacher. So. Ich darf das schon wieder zu. Ich lege das jetzt wieder vor mich. Lege meine Schachtel hier rein. So, klappt das Ganze wieder zu und nudel auch das jetzt durch die Big Shot. So. Dann darf das jetzt auch wieder raus. Ich lege es mir an die Seite, und um das Ganze jetzt einfach sauber zu machen,
nehme ich mir jetzt einfach ein Babyfeuchttuch her. Die habe ich immer hier liegen. Look. Mir fällt mal alles hier um. So. Und jetzt gehe ich einfach überall hier drüber. Und dann ist auch ratzifatzi die Prägeform wieder sauber. So, dann gehe ich einfach mit meinem trockenen Tuch hier nochmal drüber. Und sauber ist er wieder. So. Und jetzt seht ihr schon, eure Falzlinien sind immer noch da. Und jetzt werde ich mir Klebeband anbringen. Ihr könnt das Ganze auch mit Flüssigkleber machen. Da unser Abreißklebeband ein wenig zu breit ist, nehme ich mir jetzt hier mein Sticky Tape, was ich noch in der schmalen Form habe. Das sind 3 mm. Und klebe mir jetzt hier diese Seite, wo ich die Klebelaschen hier abgeschnitten habe. Das gibt für mich den Bodenteil. Das klebe ich hier hin. Und ich knicke mir das jetzt hier nochmal so vor, damit ich sehe, wo meine Klebelasche aufhört, weil durch dieses Tiefenprägemuster seht ihr hier echt keine Falzlinien mehr. So, jetzt brauche ich meine Klebeschere. So. Und klebe mir das Ganze jetzt hier dran. Für mich ist es jetzt einfacher, da diese Form jetzt wirklich richtig Struktur hat, ist es für mich einfacher, wenn ich das Ganze jetzt hier so umklappe und bündig hier unten hinsetze. So. Dann sieht das Ganze so aus. Ja. So. Und jetzt macht ihr an eure übrig gebliebenen Klebelaschen, außer an den hier unten, also an diesen hier, die lasst ihr frei. So. Und an diese hier, an diese zwei und an diese zwei kommt jetzt überall Klebeband dran oder Flüssigkleber. Weil dieses Teil gibt praktisch euren Deckel oben und der wird ja nicht zugeklebt. So. Das war jetzt ein wenig zu lang. Und jetzt hätte ich euch noch was Verkehrtes gesagt. An diese Laschen hier kommt kein Kleber, weil das ist ja auch Deckelteil. Also, an diese zwei und an diese zwei. Und das gibt ja Deckel zum Verschließen. Den bitte nicht zukleben. So. Nun
mache ich hier über. Ach ja, hier hätte ich doch. Ich wusste doch, dass es mir Klebelaschen sind. Hier habe ich jetzt noch zwei unterschlagen. Bitte an diese auch noch Klebeband. So, und jetzt mache ich mir überall die Folie runter. So. Und jetzt werden alle Teile einfach miteinander verbunden. Also die Richtung ist schon vorgegeben, ihr könnt da nichts verkehrt machen. So. Und hier ist das Bodenteil, das kommt hier rein. Ich stelle mir das Ganze auf und drücke mir das hier innen nochmal fest. Und hier das Bodenteil. So. Stelle ich mir das Ganze hier nochmal hin und gehe hier auch drüber und dann setzt ihr die Seitenteile hier einfach noch an. Und hier ist noch ein Seitenteil offen. So, das war's schon. Und durch das Prägen, ja, fühlt sich der Karton jetzt ein wenig dünner an, also fast schon, ja, schon fast ein wenig stoffartig, finde ich. So, und jetzt könnt ihr einfach die Box hier verschließen. So. Das war's schon. Das ist jetzt einmal die Box. Und ich mache mir jetzt hier drumherum, möchte ich das Band noch machen. Ihr könnt das einfach drum herum binden. Ich fixiere mir das ein wenig mit Klebeband, weil dann rutscht es nicht so drum herum und ich kann es auch besser binden. Also ich nehme jetzt die Vorderseite. Das ist hier. Dieses Feld lasse ich im Endeffekt offen zum Zubinden und setze mir jetzt mein Klebeband hier mittig an. Und ziehe mir das jetzt hier einmal so drumherum. Und noch ein Feld. So. Und jetzt nehme ich mir mein Band her. Das Trägerpapier hier ab.
und lege mir das Band jetzt hier drumherum. Ich lasse mir so ein gutes Stück hier überstehen, damit es reicht für eine Schleife zu binden. Und naja, jetzt kann ich es schlecht. Im Endeffekt, ihr wisst ja, wie ich das meine. Und dann klebe ich mir mein Band jetzt einfach hier auf mein Klebebandstreifen drauf, drückt es fest und gehe jetzt hier drumherum. So, und dann brauche ich jetzt noch meine Bänderschere und schneide mir jetzt hier das Band ab. Und mache mir jetzt hier eine Schleife. Upsala. So, du darfst hier noch ein wenig nach unten. Schleife noch ein wenig nachjustieren. So, und jetzt schneide ich mir die Enden ab, mache mir hier meine Schachtel wieder zu und dann sieht das Ganze so aus. Und ich finde, das passt wunderbar zusammen. So, ich habe mir jetzt in Chili den großen Kreis von den Stitched Framelits ausgestanzt schon. Der kommt jetzt hier oben drauf. Dann habe ich in Goldfolie den zweitgrößten Kreis genommen und habe mir jetzt auf Vanille Farbkarton den hier schon in Chili gestempelt natürlich, habe das ausgeschnitten, aber dass ihr nicht so lange warten müsst, habe ich das jetzt schon mal vorbereitet. Ich gehe auch gern her und ziehe mir meine ausgeschnittenen Motive dann gern noch mal ein wenig leicht übers Falzbein, damit ihr ein wenig Dimension bekommt. So. Und jetzt klebe ich das einfach mit Dimensionals, wenn ich sie finde, hier zusammen. Und zwar setze ich mir jetzt hier zwei drauf. Ups. Und setze mir den jetzt hier mittig drauf. Nein, setze ich nicht. Ich hätte ja noch was vergessen. Und zwar brauche ich noch meinen Goldfaden. Und zwar gibt es die Metallic-Fäden in verschiedenen Farben, in Schwarz, Silber, Kupfer und Gold. Ich nehme mir jetzt hier mal den goldenen und setze mir ein Dimensional jetzt noch ja, ein wenig seitlich hier an. Und dann nehme ich den Goldfaden und wickel. So, und wickel mir den ein paar Mal um die Finger. Ich nehme mal vier Finger, nehme mal zwei Finger, nehme mal drei Finger, dann wieder vier. Also, dass ich so verschiedene Abstände dann habt. Dann schneide ich mir das Ganze hier ab. Fixiere mir das Ende von dem Faden
hier schon mal auf dem Dimensional. Dann ziehe ich mir das Ganze von den Fingern runter. Und dann habt ihr ja natürlich noch den Anfang. Den klebe ich mir jetzt hier auch fest. Und dann setze ich mir das hier an und zupfe das ein wenig in alle Richtungen, dass überall was ankommt. Und setze mir jetzt hier meinen Goldkreis hier drauf. So. Und dann darf der wunderschöne Hirsch noch hier drauf. Und dann nehme ich noch ein Mini-Dimensional für den Kopf hier oben. Und dann darf der schon mal hier drauf. So, und dann brauche ich natürlich noch hinten drauf noch zwei Dimensionals. Ach, hier sehe ich gerade, hier hat sich auch noch ein kleiner Rest. Den mache ich hier auch noch mit drauf. Der hat hier noch geklebt. So. Und dann setze ich mir das Ganze jetzt hier drauf. So, und dann stempel ich mir jetzt noch Frohe Weihnachten. Das ist auch aus dem Set auf ein Rest Vanille pur. Und dann brauche ich natürlich noch meinen Chili-Stempelkissen und stempel das hier ab. Dann nehme ich meine Etikettstanze hier und stanze mir das Frohe Weihnachten jetzt hier gerade aus. So. Dann brauche ich jetzt noch mal ein Mini-Dimensional. Und das klebe ich mir jetzt hier in die Mitte. Und setze mir das Ganze hier an. Mal gucken. Ich glaube, ja, so ist schöner. So, und fertig ist die Schachtel. Nein, ist er nicht. Was habe ich vergessen? Natürlich noch meine kleinen Perlchen. Die setze ich mir jetzt hier noch drauf. Ups. Komm her. Und noch eins. Da komme ich an. Die sind so klein. So, aber jetzt. Jetzt ist sie fertig. So sieht sie aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr bastelt sie mal nach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis bald wieder. Tschüss!